Na, Jonah, was denkst du, ob du dich nochmal von deiner Ecke trennen kannst? Guck mal da, Kreuz. Aber erst einmal, hallo allerseits und willkommen zurück bei Shadow of the Tomb Raider. Na, wie das ja vorkommt. Hast du was? Ja, Jesus nimmt das Kreuz auf. Hilf mir mal. Echt funktioniert. Immer diese Mechaniken hier in der wilden Natur. Und in so einer errichteten Bibliothek. Geht ganz schön tief runter. Mal sehen, wohin. Danke. Station 2. Jesus stürzt das erste Mal. Hier ist eine Inschrift. Ambulate dum lucem habetis. Geh, während du Licht hast. Was sich hier wieder jemand hat einfallen lassen und gebaut hat. So kann man gerade... So kann man gerade gar nicht gucken. Da drauf was spiegeln. Hier unten kann man überhaupt gar nicht schnell rennen. Hier liegen wieder ein paar. Gut, dann schieben wir mal was davor. Oder wollen wir mal vorher gucken, bevor wir was schieben? Ist hier offensichtlich was gemacht werden muss. Einfach so mal angucken? Nee, ist nicht. Dann schieben wir mal das Licht durch die Linse. Geht bloß ziehen. Das war's. Na, nicht so weit vorgehen, Jonah. Oh, hier sind aber einige hier will Kreuze. Ich nicht begraben sein. Mein Kopf irgendwo hinter einem Kreuz. Schaut aber toll aus. Wirkt auf jeden Fall beeindruckend. Geh, während du Licht hast, damit die Dunkelheit dich nicht überholt. Klingt wie ein Hinweis. Oder eine Drohung. Oh oh. Sieht aus wie die Jungfrau Maria. Station 3. Jesus begegnet seiner Mutter. Der Spiegel ist staubig. Was ist eigentlich mit Jonas Frisur passiert? Fällt was. Ist das jetzt schon lange so? Also mir fällt es gerade eben auf. Grün aber kein Ja, der Erz zu mitnehmen. War in der Zwischenzeit beim Friseur? Hier müssen wir doch noch drehen, weil das Licht muss ja weiter. Jonah, du stehst drauf. Geh mal runter. Können wir den Spaß hier drehen? Ich helfe dir rauf. Hey, hat geklappt. Das Licht zeigt da entlang. Nicht so weit vorgehen. Was ist mit denen passiert? Das Licht muss etwas aktiviert haben. Nicht immer Hebel betätigen, Lara. Lara! Bist du in Ordnung? Wobei ich das auch immer gerne mache.
Du hattest Glück, dass sie verrostet war. Das muss Station 4 sein. Ja. Sehen wir uns mal die Fresken an. Vielleicht ist das ja eine Drohung, was hier runterhängt. Oh Mann, ey. Die Verlockung ist groß. Neugierde. Kann aber auch tödlich sein. Hier ist eine Frau zu sehen. Hey, Jonah hat seine Frisur wieder. Schön. Da hat's jemanden erwischt. Wie kann ich so nah rangehen? Sieh doch, da war jemand nah dran. Der hatte wohl weniger Glück. Das ist aber auch gemein. Die Schweine. Die Musik ist aber auch wieder toll. Hier nimmt er wohl das Kreuz entgegen. Ich jetzt eins ausgelassen? Dann drehen wir einfach mal. Diese Leute wurden anscheinend gefoltert, an der Decke aufgehängt. Das hier war nicht bloß eine Krypta. Hoffentlich können wir jetzt nicht irgendeinen Mist hier heraufbeschwören, indem wir das falsche Tor beleuchten. Da jetzt noch was machen? Ich krieg's hin. Wollen wir das betätigen? Hier kam der Mist raus. Ducken. Okay, keine Stacheln. Da war nämlich Öffnung. Jesus stürzt das zweite Mal. Das sieht stimmungsvoll aus. Oh, Lara, ist das hier das, was ich denke? Wieder die Kreuzwegstation? Aber mit Mumien, ist das nicht ein Sakrileg? Nicht unbedingt. Es könnte die ultimative Verehrung sein. Oder sie waren krank. Das muss Station 6 sein. Können wir die umschubsen? Oh. Sieht aus wie eine Kirche. Die stehen da wie Mönche. Krass, was hier einfach alles irgendwann mal gebaut wurde und inszeniert wurde. Dass die noch gar nicht von selbst zusammengesackt sind. Das hat die Kreuzigung also inszeniert? Mit Mumien? Klingt frevelhaft. Ich denke, das war ein Ort der Verehrung. Einer Untergrundsekte. Buchstäblich. Ich schätze, das ist die Sekte aus diesem Pamphlet. Entschuldigung, darf ich mal? Ich muss mal kurz durch. Nee. Okay. Das ist widerlich. Zum Glück war ich nicht zusammen mit Lopez hier. Das können wir sogar noch untersuchen. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Betrifft das uns? Hör auf, an Lopez zu denken. Er hat schon genug angerichtet. Okay, ziehen wir es durch. Mensch, Jonah, bleib doch mal irgendwo und erzähl von da. Ich bin jetzt ihm nachgegangen, weil er erzählt hat. Dann fangen wir hier an zu gucken. Er trägt das Kreuz. Wie hält man es? Für ihn. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Da hängt er. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Weiß nicht, soll ich das kaputt machen? Ich würde da gerade so gerne durch. Die aber alle gleich zusammensacken. Ich lasse die mal so stehen. Fliegen bestimmt noch früh genug, um dass die sogar das Beben überlebt haben. Aber wenn Lara ankommt, fallen sie um. Sie wischt ihm das Gesicht ab.
Sie heben ihn hoch. Ah, komische Reihenfolge. Ich weiß. Sie tragen ihn. Schieben und drehen. Hab ich wieder Glück und erwische gleich das erste Richtige? Womöglich von da. Da und dann hier rüber. Weil sonst würde es ja den nicht geben, oder? Sonst wäre der komplett nutzlos. Also ich schieb's erstmal rein. War das ein Zeichen für jetzt stets? Ach, weiter geht nicht. Ich wollte jetzt auf die andere Seite drehen. Wie so Schaufenster, oder? Ich will einfach mal dich mal gucken, ob es jetzt Zonk macht. Ich habe gerade keinen blassen Schimmer. Was ist der erste Schritt der Kreuzigung? Weiß nicht. Vielleicht steht's auf dem Flugblatt. Der erste Schritt. Danke für den Hinweis. Naja. Was war hier nochmal? Was hat sie hier gesagt? Sie heben ihn. Der erste Schritt ist ja anbringen, oder? Ich gucke nochmal alle an. Gesicht abwischen wird nicht das erste sein. Da hängt er auch schon dran. Wobei, er trägt das Ding. Wobei, warum trägt er das, wenn er dran genagelt wurde? Warum trägt er das Ding überhaupt? Also ich denke mir jetzt so, bevor er das Ding tragen kann, muss er erstmal dran sein. Bevor ich auf das Flugblatt gucke. Oh, da ist wieder jemand umgefallen. War ich so nah dran? Aber wie würde ich das Licht darüber bekommen? Vielleicht, wenn wir hier was richtig machen, kommt dann da drüben auch noch ein Lichtstrahl dahin. War hier noch irgendwas anderes? Weil sich das dann dreht? Seltsam, dass hier nur 7 Stationen des Kreuzwegs aufgeführt sind. Das muss auf einer älteren Überlieferung basieren. Jesus nimmt das Kreuz auf die Schulter, stürzt das erste Mal und begegnet seiner Mutter. Dann wischt ihm Veronika das Gesicht ab, bevor er das zweite Mal stürzt. Anschließend wird er gekreuzigt und schließlich bestattet. Wir sind ja gerade... Was haben wir gesagt? Schritt 6. Aber was ist der erste Schritt? Das wäre das. Tragen, begegnen, stürzen. Moment, Zahlen? Ist die 5. Also tragen... Erste Mal stürzen. Die 3. Maria begegnen. Die 4. Veronika und Gesicht. Beim 5. das zweite Mal stürzen. Bei 6 Nageln. Bei 7. ist er dahin. Sie heben ihn hoch. Aber er ist doch schon mit Kreuz gekommen. Sie wischt ihm das Gesicht ab. Dann wähle ich die Mitte. Ob was Schlimmes passiert, wenn man das nicht richtig macht? Da kommen wieder spitze Sachen raus. Dann stirbt man. Ah, jetzt ist es da drüben. Gut. Ich frage mich halt gerade, ob man sofort stirbt, wenn man es falsch macht, oder ob man noch selbst ausweichen kann, so wie gerade eben. Vorhin war es in der Zwischensequenz.
Jesus wird ans Kreuz genagelt. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Na dann. Kann man euch aus der ersten, nein, nicht ersten Reihe nicht anrempeln, okay. Kann ich bitte mal da hingucken, wo ich hingucken will? Nein. Nee, was wollte ich jetzt nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen, Entschuldigung. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Genau. Ich glaube, er nimmt das Kreuz auf. Er trägt das Kreuz. Scheint nur so halb drauf, aber hey. Jonah, geh nicht so nah ran. Herzklopfen. Weiß gar nicht warum. Ist einfach toll gemacht. Was ist hier bloß passiert? Oh. Lopez hat sich hier offenbar einmauern lassen und dann. Boom. Keine Zeugen. Das muss die Schatulle sein. Nur die Hände des Rechtschaffenen dürfen das Schicksal den meinen entziehen. Das wärst dann wohl du. Er hat uns durch diese Jagd geführt. Er hat jeden einzelnen Hinweis sabotiert. Um die Schatulle vor Trinity zu verstecken? Und vor dem Volk von Paititi. Er war total besessen von ihr. Alles wieder kaputt. Sicherheit schwimmen. Wo ist Sicherheit? Da ist ein Ausgang. Was mit Jonah? Wo ist jetzt die Schatulle? Haben wir die in die Hosentasche gesteckt? Hier kann man sich bestimmt Matsch machen lassen. Hallo Brustkorb. Hier rutscht jetzt was nach. Ach, ist das schön hier. Jeder will uns die Hand reichen.
Wo ist sie? Keine Ahnung. Ich brauche diese Schatulle. Fick dich! Dann sind wir hier wohl fertig. Amaru! Halt! Lass ihn sofort gehen! Lass ihn frei und ich gebe dir die Schatulle. Lara, was tust du da? Ich ertrage keinen weiteren Verlust. Ja, das weiß ich. Dein Vater war brillant. Leider musste er erst sterben, bevor ich das wusste. Er war mein Freund. Aber er war besessen, rücksichtslos. Du kanntest ihn doch gar nicht. Er wollte nicht das gefährliche Potenzial in seiner Arbeit sehen. Das konnte ich nicht erlauben. Du hast ihn umgebracht. Er wollte der ganzen Welt Paititi vorstellen. Alles, was ich liebe, worin mein Leben steckt. Meine Welt wäre zerstört worden. Und was ist mit meiner Welt? Also bitte, Lara. Du glaubst, das wäre dasselbe? Das ist es für eine Neunjährige. Ich war ein Kind. Das Risiko war mir einfach zu groß. Eine ganze Zivilisation, Jahrhunderte der Unabhängigkeit, tausende Menschen. Ich hatte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Noch ist nichts verloren. Du kannst zu Ehren, Onuratus, die Sonne wiederherstellen. Nein. Ich muss die Bedrohung vernichten. Du feige, egoistischer, mörderischer Dreckskerl. Und du, Lara? Wie viele hast du auf dem Gewissen, hm? Und vor allem, wofür? Lara, lauf! Haltet ihn auf! Alle Einheiten, hier Commander Rook. Jonah Mayava, du Idiot. Crofts Freund, bei Sichtkontakt. Feuer frei. Ja, Sir. War das Rook? Der gerade eben? Ja. Sollen wir ihn rufen? Nein. Wenn sich unser Status ändert, sagt er es uns schon. Der spanische Jesuitenmissionar Andres Lopez, ein Mitglied von Trinity, wurde mit dem Auftrag entsandt, die Schatulle von Ixchel sicherzustellen, die sich angeblich in Paititi befand. Statt die Schatulle jedoch dem Hohen Rat von Trinity zu bringen, gestand er seinem alten Freund Sinchi Chica, dem Kaiser von Paititi und Vorfahren von Onuratu, seinen Diebstahl. Gemeinsam schmiedeten sie einen Plan, um die Schatulle vor Trinity zu verstecken. Lopez ging von Paititi aus nach Westen und gründete die Mission von San Juan. Er hinterließ eine bis nach Cozumel zurückreichende Spur aus Hinweisen, der Sinchi Chicas Nachkommen folgen sollten, wenn die Zeit gekommen wäre. Während er die Mission und die tödlichen Gräber unter ihr erbaute, wurde Lopez Verstand jedoch von den Kräften der Schatulle verdorben. Er kam zu der Überzeugung, dass niemand außer ihm der Macht der Sonne würdig sei und starb schließlich, verzehrt von den Kräften der Schatulle, allein in der Dunkelheit. Als kurz darauf ein Großteil der Bevölkerung Paititis einer Seuche zum Opfer fiel, starb auch Sinchi Chica und mit ihm das Wissen um die Spur aus Hinweisen, die zu der Schatulle führen. Das ist einfach nur
Unglaublich. Genial gemacht. Was für eine Schnitzeljagd. Man muss ja erstmal auf so eine Idee kommen und das auch noch so durchführen. Und sieht das alles auch noch so schön aus mit dieser Grafik. Da haben die sich damals vor vielen, vielen hundert Jahren wirklich einige Gedanken gemacht, dass das so schön inszeniert wird. Das Spiel ist einfach herrlich. Und weil es so herrlich ist, machen wir natürlich auch in der nächsten Folge weiter. Also, wir müssen ja zu Jonah. Und bis dahin, macht's gut. Und ciao, tschüss.